Ich würde sagen, einen Versuch starte ich jetzt noch. Also ich laufe jetzt hier noch einmal einfach hoch und wenn da nichts ist. Ich meine, ich nutze halt die Zeit, gerade ein paar allgemeine Sachen zu erzählen. Wie gesagt, Gamescom. Ich hoffe, ihr seid auch am Start und wenn ihr am Start seid, können wir uns ja treffen und so ein bisschen über Dark Souls quatschen. Hätte ich auf alle Fälle sehr viel Bock drauf. Und würde mich natürlich auch freuen. So. Ein anderes Thema, was ich mal kurz anhauen wollte. Und zwar, ist es wieder so eine Sache. Ich spiele jetzt ja eine für mich noch recht ungewohnte Klasse, der Zauberer. Und ihr habt natürlich recht, ich weiß noch nicht so genau, wo ich hin will. Ich weiß nur, dass ich jetzt hier erstmal weggehe, weil ich glaube nicht, dass ich hier noch gerufen werde. Ich probiere es mal lieber bei den ollen Gargoyles. Euer Rufsymbol ist verschwunden. Und zwar habe ich nochmal zum Mondturm. Da habe ich noch nämlich einen direkten Weg dahin, oder? Ja. Ja, und zwar ist es folgendermaßen. Dark Souls bietet ja unheimlich viele Möglichkeiten, seine Klasse zu spielen. Und ich weiß genau, ihr Schlingel, ihr seid wieder so richtig, richtig gut in Dark Souls. Und ärgert euch natürlich, wenn der Hyuga da mal so Sachen macht, wo ihr persönlich sagen würdet, ist doof. Würde ich anders machen. Und dann schreibt ihr auch eifrig Kommentare. Und ich finde das auch gut und ich lese davon die meisten auch. Allerdings ist natürlich immer so, ich lese nicht alles, bla bla, das kennen wir ja. Das ist ja bei keinem Let's Player anders oder nur bei sehr wenigen. Oh, es regnet gerade draußen. Ich glaube, ich mache gleich das Fenster zu, damit das nicht so rauscht im Mikro. Auf jeden Fall bin ich in McDuffs Werkstatt gereist. Nee, auf jeden Fall möchte ich nochmal sagen, bitte, bitte seid mir nicht böse, wenn ich ihm manche Sachen nicht mache. Ich trage auch mal ein Item nur, weil ich es cool finde. Also, das muss nicht unbedingt einen krassen Mehrwert haben. Und jetzt regnet das gerade echt stark. Ich mache mal ganz kurz das Fenster zu. Und wieder da. So, wieder da. Ja, also, es gibt halt manche Sachen, die mache ich halt einfach, weil ich sie so mache. Das hat keinen nachvollziehbaren Grund. Ich könnte damit auch in keiner Diskussion standhalten. Will das aber letztendlich auch nicht. Und ich hoffe halt so ein bisschen, dass wir irgendwann mal so weit sind, dass wir das einfach mal hinnehmen können. Wie immer, es ist kein Walkthrough. Es ist ein Let's Play. Also, da hat sich ja technisch gesehen nichts dran verändert. Und ich würde mich halt freuen, wenn wir irgendwann mal auf so einen Nenner kommen, dass wir sagen, hey, cool, mach halt, wir, wenn ihr jetzt merkt, ich komme absolut nicht mehr weiter, klar, da muss ich was ändern, oder dann, wenn ich das merke, dann muss ich das ändern, aber, bevor das der Fall ist, denke ich eben nicht. So, jetzt habe ich hier einen grauen Geist. Ich weiß gerade nicht, wo Tipusha ist. Ah ja, da ist die Pusha. Okay, die Pusha ist auf jeden Fall schon ziemlich angeschlagen. So, aber es ist gerade noch ein anderer Spieler in meine Session eingedrungen. Ah ja. Ah ja, da ist er. Wieder ein Schwertspieler sehe ich gerade, oder stelle ich gerade fest. Ah, hinter mir. Nein!
So. Tja. Ja, auch Haystcher ist besiegt. Ich bin ganz schön angeschlagen jetzt. Kann ich überhaupt mein Symbol setzen? Hier oben kann ich mein Symbol legen. Ich gehe jetzt dann auch mal hier nach draußen. Ein bisschen abzusichern. Aber immerhin 10.000 Seelen, gerade zwei PvP-Gegner klar gemacht. Also langsam, aber gut, ich meine, der eine war schon fast tot, der andere, dem ging es auch nicht mehr so gut. Und aber hier von wegen hier, Netiquette und so, ne? Ihr sagt ja immer, ja, hier mit vorher salutieren. Also der hätte mich ja sogar angegriffen, obwohl ich gerade noch Stress mit dem NPC hatte. Also das ist ja mal überhaupt nicht die nette englische Art. Ah ja, jetzt werde ich auch gerade als Phantom in eine andere Welt gerufen. Gibt's halt den Gargoyle-Kampf nochmal für euch. Boah, draußen schüttet's gerade richtig. Krass. Mal im Ernst. So, wir helfen hier mal gegen die blöden Zwerge. Und jetzt kommt noch ein grauer Geist, der Dryhave. Oh, das ist... Ach, das sind hier graue Geister. Ach so, ich habe mich schon gewundert. Scheiße. Na, das ist ja super. In eine tolle Session reingeraten. Ich meine, mir passiert ja zum Glück nichts, aber... Okay, ich sollte mal auf jeden Fall... Wow, krass, die Waffe, mal im Ernst. Mich hat es auch sofort gelegt. Scheiße. Ah, der Typ kommt gegen die... Nee, kommt da auch nicht klar. Okay, der ist auch besiegt worden. Fuck. Nicht so geil irgendwie. Okay, es war jetzt auch wieder nichts geworden hier. Also, der hat mich wahrscheinlich noch so mit letzter Kraft noch schnell gerufen. So, jetzt... Meine Zauberaufladungen ganz schön im Eimer. Habe ich noch irgendwas, was meine Aufladungen wieder herstellt? Nee, ich glaube, das habe ich gerade nichts Dämmerungskraut und so mehr. Craze. Ich meine, klar, ich habe noch genügend Zauber jetzt für den Kampf. Davon mal ab, aber... Zur Not habe ich ja auch noch ein Schwertchen. Ja, PvP in Dark Souls ist echt krass. Also, man muss mal sagen. Ich habe auch gerade überhaupt nicht gecheckt, dass die beiden da... Ich dachte, der hat jetzt so eine große Gruppe, aber klar, es war nur ein Name auf der linken Seite. Darauf muss ich echt aufpassen. Weil ich hätte die beiden schön wegnatzen können, aber nein, ich habe natürlich gegen diese blöden schwarzen Zwerge gekämpft. Aber es kann auch sein, dass sie ja gewartet hat, bis sie mit den schwarzen Zwergen fertig sind. Das ist ja wirklich so hier bei Dark Souls, dass manche eben wirklich noch warten und sagen, hey, mir geht's nicht nur um den Killing Blow, mir geht's auch darum, dass wir hier ehrenhaftes PvP machen. Na gut. Naja. Aber lange warte ich jetzt nicht mehr, weil ich habe ja genügend Seelen. Ich räume mich lieber eine Runde rum. Geil fand ich auch, dass einer geschrieben hat, nimm lieber ein Schild, deine Ausweichskills sind ja nicht so gut. Wo ich mir denke, hallo, ich bin den ganzen Kampf gegen die Gargoyles und gegen die Sünderin echt nur ausgewichen und habe dementsprechend, finde ich, eine vielleicht nicht perfekte, aber eine akzeptable Leistung gezeigt. Aber wahrscheinlich messen das manche auch einfach nur an einem einzigen Kampf und sehen jetzt gerade so, oh, gegen diese drei Gegner hat er jetzt, ist er jetzt scheiße ausgewichen, ne, soll lieber ein Schild nehmen und nicht mehr auf ausweichen kann er ja nicht. Ich glaube, manche sind da auch wirklich, das ist überhaupt nicht böse gemeint, ich glaube, manche sind da so ein bisschen voreilig, was das so angeht und beurteilen dann anhand von kurzen Szenen. So, mir reicht das jetzt hier. Also ich habe jetzt lang genug gewartet. Hätte euch jetzt gerne noch einen Bossfight gezeigt, aber ne, es geht zurück mit dem Heimatknochen und da sehen wir Resident Evil 6, erneuter Tod. Und zurück nach Majula. Und nein, ich werde jetzt nicht aufleveln, weil ich glaube, oh doch, wenn ich jetzt auflevel, könnte ich das falsch, aber ein... Ha, ich weiß gerade nicht. Soll ich nochmal aufleveln? Habe ich danach noch 2000 Seelen übrig? Ich muss es sehen. Und muss meine Zaubereinstimmungen ändern. Achso, nee, sind ja schon perfekt, okay. Mit ihr muss ich quatschen.
Also, ja, 2000 würde... Tatsächlich kann ich es mir leisten, ja. Und dann auch das Falchion benutzen als zweite Waffe. Weil dann habe ich auch ein schönes Schwert, wenn ich in den Nahkampf gehen muss und ich bin gerade mal. Hat ein schönes Moveset. So, jetzt habe ich aber hier die 2000 Gold für das große Wunder. Fahrt begehen. Ah ja, der nächste Durchgang. Naja, danke. Erstmal rötliches Wasser aufnehmen. Dann können wir jetzt hier einmal in die abgrundtiefe Tiefe blicken. Müssen aber zum Glück nach oben. Mal gespannt, wie viel Schaden mein Schwert hier macht, weil ich hab ja sehr viel geskillt Magie. Abkürzung voraus, versucht springen. Ja, die Frage ist nur, welche Abkürzung? Wahrscheinlich die in den schnellen Tod. Ui, wen haben wir denn hier? The dark stirred. I see it. The darkest spark within you. My name is Felgen. I will trade with you what you need. Bei ihm kann man Sachen kaufen. Ein Erzdrakenstab. Oder Erzdrakenglocke. Und man kriegt bei ihm dunkles Harz, also Finsternis, und man bekommt bei ihm diese Hexereien. Hexes. Und ich könnte sogar Hexes mitnehmen. Also hier zum Beispiel die finstere Kugel könnte ich zum Beispiel. Finstere Waffe, nachklingende Seele. Ah ja. Gut. Also könnte man mal, wenn wir wieder ein paar Seelen haben. Ah ja, und hier ist ja auch schon direkt der Jägerhain und das nächste Leuchtfeuer. Und ein Sack Reis, der noch nicht umgefallen ist. Was haben wir hier? Naja, ein Abgrund. Vielleicht der Abgrund, bei dem man springen soll. Ich weiß es nicht. Ein paar Gegner wären jetzt ganz cool. Ich will mal dieses Falchion mal ausprobieren. Na, da kommen auch schon die Gegner. Wow. Okay, an das Moveset muss ich mich gewöhnen. Ja, okay, nicht schlecht. Oh oh. Ja, fiese Schmetterlinge, wie wir sie auch schon aus Dark Souls 1 kennen. Diesmal aber nicht Kristallen, sondern giftig. Und dass du aufstehst, das ist... Das ist so klar, deswegen hau ich dich doch lieber vorher tot. Das ist jetzt echt mal ein richtig geiles Gebiet, das muss man sagen. Also hier lohnt es sich auch wirklich mal, das Fernglas in die Hand zu nehmen. Mal ein bisschen zu gucken. Da hinten die Vögel. Hier der Wald. Da oben eine Brücke. Eine Art Kolosseum. Ganz viele Überreste. Ah, nicht schlecht. Also... Schöne Gegend hier, muss man sagen. Ah, Scharfschütze. Ah, ich sehe schon, dann da drüben. Oh, oh.
Mit blinden Zaubern kriege ich ihn nicht, aber... Ich sehe schon, ich kann jetzt hier zumindest relativ... Ah, ich kann hier Licht machen. Und damit meine Reichweite erhöhen. Und dem Typen so zumindest schon mal wegziehen. Oh, eine Falle. Ah, die Waffe ist ziemlich cool, muss man sagen. Das Feilchen, also kann man schöne Kombos mitmachen. So, jetzt könnte man auch, glaube ich, hier mal... Ah ja, wenn man gleich runter geht, dann fällt man hier in das tiefe Loch. Man kann die aber hier schön aus der Entfernung schon mal wegziehen. Na, aber jetzt hier. So, Seele eines namenlosen Soldaten und ein Lebensstein. Dann kann man jetzt hier unten noch lang und da hinten noch den Überrest holen. Das Banditenmesser. Den Text lese ich jetzt mal nicht vor. Ich glaube, das ist nicht so spannend. Das ist ja nur ein Banditenmesser. Das ist jetzt ja... Wow! Da kommt doch direkt der dazugehörige Bandit angerannt. Ah ja. Scheinbare Wand voraus. Ja, scheinbar. Das ist fies, vor solchen Wänden von scheinbar immer zu reden. Man denkt, ey, krass, eine scheinbare Wand und ich komme da nicht ran, weil der Depp sein Zeichen so gelegt hat, seine Nachricht so gelegt hat. Ja, vielleicht ist es auch einfach so geplant. So. Lass mal nach hinten absichern. Oh, der Junge kann sogar springen und kann... Oh, der fährt auch eine recht gute Kombo. Aber nichts gegen die Macht des Mondes. Giftiges Moos und ein Lebensstein. Ah ja, hier kommen wir ja her. Aber der nächste Weg führt mich dann hier hinten lang. Händler? Fragezeichen. Ne, hier anscheinend noch nicht. So, und ich glaube, abgesehen davon, dass hier einer rumsteht, gibt es hier hinten einen Überrest, der richtig beschissen zu erreichen ist. Erstmal noch den roten Augapfel. Ja, dann da hinten raufkommen. Das ist jetzt, das ist richtig assig. Also Zombie hat mir das auf jeden Fall mal gezeigt, wie das geht. Ja, und so geht's nicht und ich werde auch sterben. Yay! Ja, dieser Überrest dort. Ich weiß auch nicht mal, ob das irgendwas Praktisches ist, aber der ist super scheiße zu erreichen.